Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gold Rush. In der letzten Folge haben wir ja unser erstes Goldbarren, nicht Goldnugget, sondern unseren ersten Goldbarren verkauft und haben jetzt 5.265 Dollar auf der hohen Kante. Naja, ich würde jetzt sagen, ist jetzt auf jeden Fall kein Riesenerfolg, aber es ist schon mal ein Fortschritt und den Fortschritt wollen wir jetzt mal vernünftig investieren. Und da möchte ich mal ganz kurz eben zum Supermarkt fahren, beziehungsweise zum Baumarkt fahren und schauen, ob wir uns irgendwelche fortschrittlichen Maschinen kaufen können, die uns in irgendeiner Art und Weise hier weiterhelfen, damit wir schneller vorankommen. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt das Mal schon einige Zeit investiert, um da so ein bisschen Gold zu schürfen. Und so viel ist aber jetzt nicht rausgekommen. Also ich habe wirklich ein bisschen mehr erwartet und habe gedacht, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber so ist es halt eben. Vielleicht kann man ja auch ehrlich sagen, vielleicht können wir auch diese Goldnugget-Geschichte, die man dann zwischendurch findet, nochmal anstellen und einfach mal schauen, wie häufig das passiert. Vielleicht habe ich auch einfach beim letzten Mal, beziehungsweise bei der vorletzten Folge, richtig Glück gehabt. Und übrigens an der Stelle auch nochmal die Info für alle, die vielleicht die letzten Parts verpasst haben. Und in der Videobeschreibung findet ihr wie immer bei mir einen Link zur Playlist. Da könnt ihr euch alle Videos nochmal ganz in Ruhe anschauen, ganz übersichtlich sortiert, ganz easy. Einfach draufklicken, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Bock habt. So, wir sind im Supermarkt und schauen mal, was wir jetzt hier kaufen können. Wir könnten uns eventuell noch eine Verlängerung holen. Und die Frage ist nur, ob eine Verlängerung mit einer Verlängerung kombiniert werden kann. Das weiß ich jetzt nicht. So, wir könnten uns einen mobilen Generator kaufen. Die Frage ist nur, was bringt der uns? Also einen mobilen Generator können wir nur, oder würde eigentlich nur dann Sinn machen, wenn wir einen Waschtisch kaufen. Und den können wir uns gerade zwar leisten, aber zusammen mit dem Generator, doch, könnten wir uns sogar leisten. Wir könnten uns den Waschtisch kaufen. Warte mal, was brauchen wir denn alles für den Waschtisch? Tagesübersicht. Arbeitslöhne 0. Verarbeitetes Schürfmaterial 3,88 Kubikmeter. Geschürftes Gold 135 Gramm. Provision der Pacht in Geld 1776 Dollar. Provision. Okay, Leute. Ich werde die Goldnugget definitiv wieder anstellen. Weil so haben wir ja gar keinen Fortschritt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, ich stelle die Goldnuggets erstmal wieder an. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt absolut der Meinung seid, boah, Zander, lasst bitte die Goldnuggets aus, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Aber ich werde die Goldnuggets erstmal wieder anlassen. Und wir lassen es erstmal drin, wenn ich der Meinung bin, das wird ein bisschen zu heftig oder ist mir einfach zu viel, dann können wir auch die Goldnuggets wieder ausstellen. Aber ja, keine Ahnung, wir können uns jetzt noch nicht mal mehr den Waschtisch leisten, weil wir nach einem Tag mehr Geld bezahlen mussten. Ist ein bisschen verrückt. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt einfach nochmal eine Schürf-Action und gehen noch einmal los. Aber ich gucke mal ganz kurz, ob wir trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise irgendwas hier gebrauchen können. Also den Magnetitabscheider, den müssten wir eventuell sogar schon mitnehmen können. Vielleicht macht das sogar schon Sinn. Der kostet nämlich gar nicht so viel. Der kostet 2618. Und Magnetit ist ja ein Abfallprodukt, beziehungsweise nicht ein Abfallprodukt, sondern ein Nebenprodukt von der ganzen Geschichte. Und wenn ich jetzt mal schaue, Magnetitgewinn. So, ich kann den Eimer in dieses Magnetitwaschbecken reinmachen. Drücke dann Start. Dann wäscht der Dreck und Gold raus. Oder was? Hier unten ist einmal Gold und Dirt. So, Dirt ist jetzt voll. Ja, okay, und das war's jetzt. Wie sammelt man Magnetit am effektivsten? Magnetit verwenden. Was hatten wir da hinten dran hängen? Ja, und jetzt hat er das verkauft? Magnetitabscheider? Es ist so eine Verschwendung, das Magnetit wieder in den Dreck zu werfen. Verkaufe es. Ja, okay. Magnetit-Anhänger. Ja gut, der kostet 4.800. Okay, also so wie ich das verstehe, wenn ich diese Maschine kaufe, dann kann ich einfach vorher die Eimer einmal in dieses Gerät reinkippen und dann wird vorher schon Magnetit und Gold getrennt. Aber ich muss das Gold trotzdem noch einmal waschen. Ich kaufe das Gerät jetzt. Nee, ich kaufe es nicht, weil wir dafür Strom brauchen. Und den Strom, den kann ich nicht produzieren, weil ich dafür den Stromgenerator brauche, den mobilen. Kleine elektrische Wasserpumpe, kleine Dieselwasserpumpe. Warte mal, kann ich mir das trotzdem leisten? Leg das mal hinzufügen. Hinzufügen. Und dann brauche ich Stromkabel. Ich kaufe einfach direkt zweimal Stromkabel. Eine Kabelverlängerung kaufe ich auch mal. Ich glaube, so eine Spannungsgeschichte brauche ich gar nicht, ne? Das ist ein normaler Stromanschluss hier. Wo habe ich denn Hochspannung? Oder ist das ein normaler? Das sind alles normale Stromanschlüsse hier, würde ich sagen. Was ist das denn? Flutlichtanhänger. Ah, der braucht bestimmt hier. I don't know. Okay, also ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, was das kostet. Wir haben 3.400. Genau 3.000. Bestellung. Okay, wir haben das jetzt gekauft. Ich hoffe, das war jetzt keine Fehlinvestition. Also ich glaube, es ist keine hundertprozentige Fehlinvestition, egal was ist. Aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt richtig Kohle machen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal Gold schürfen. Egal was ist. Oh, da kommen wir nicht drum rum. So. So, dann haben wir hier den Verlängerungsadapter reinpacken. Stromkabel einmal reinpacken. Und das Stromkabel einmal reinpacken. So, und dann hätten wir das. Im Übrigen 0.36 Uhr. Schlafen ist gerade nicht, Leute. Wir müssen nämlich direkt wieder loseiern zu unserer Schürfläche und dann direkt weiterarbeiten. Weil wir haben jetzt einen Tag gearbeitet, haben uns jetzt ein paar Geräte gekauft, muss man ja sagen, ne? Und haben auch noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Wir haben unseren Kredit zurückgezahlt, was sehr, sehr wichtig
nicht wahr. Ich hasse es, Kredite zu haben. Das ist übrigens auch im wirklichen Leben so. Also ich bin ein sehr sparsamer Mensch und bin wirklich eher so der Typ, der sagt, okay, ich möchte ungerne Geld ausgeben, was ich eigentlich nicht besitze. Und deswegen nehme ich mir ungerne Kredite auf, außer wenn es halt logisch ist, wie zum Beispiel für ein Hauskauf. Da sagt man ja auch eher, es ist sinnvoller, sich einen Kredit aufzunehmen, gerade zum jetzigen Zinspreis, sag ich mal, ja. Aber da ich mir jetzt noch keine 5 Häuser gekauft habe, ist das für mich jetzt auch eher irrelevant. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ich persönlich... Boah, Alter, das ist immer so laut, wenn ich irgendwo gegenfahre. Aber ich bin eher so der Typ, der sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt Geld aufnehmen, was ich nicht habe. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu Krediten, auch im Real Life, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich mal interessieren, wie ihr zu der Situation steht. Mein Vater hat damals irgendwann mal zu mir gesagt, Michael, glaubst gar nicht, wie viele Menschen auf der Welt auf Pump leben. So, ich weiß nicht, woher er diese Info hat, aber ich kann mir das halt gut vorstellen, dass halt viele Menschen wirklich sich lieber Kredite aufnehmen, anstatt von ihrem Geld zu leben. So, jetzt haben wir es sogar halbwegs vernünftig geschafft einzuparken. Es ist aber sehr dunkel, ne? Aber wir müssen jetzt trotzdem weiterarbeiten. Wir haben keine andere Option. So, Alter, mir fällt gerade was auf. Muss ich jetzt? Oh Mann, wir müssen das jetzt einmal durchspielen. Das wird jetzt interessant, weil normalerweise habe ich ja die ganze Zeit die Hogpen einfach mit Material befüllt. Muss ich denn jetzt einmal alles in den Magnetit reinhämmern, in dieses Magnetitding reinhämmern und dann am Ende die Eimer auskippen in das Teil? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was los ist. Kann sein, dass wir das jetzt übel maximieren, aber es kann auch sein, dass das überhaupt gar nicht so funktioniert. Ich glaube, ich habe das gerade, glaube ich, hier irgendwie falsch schon aufgebaut. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt überhaupt klappt, was ich hier geplant habe. So, an erster Stelle gehe ich jetzt mal hin und verkabel das Teil. So, okay. Da ist jetzt Benzin drin. Jetzt hole ich mir mal die Eimer hier hin. Leute, egal was ist, wir schlafen jetzt mal bis 6 Uhr morgens. Ich hole mir trotzdem mal eben die Eimer. Ich bereite alles vor, sodass wir mal eben kurz und schnell schlafen. Und dann fangen wir mal an zu malochen. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich bin jetzt komplett überfragt, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht funktionieren wird, weil es gibt unten einen Auslass für Dirt und einen für Gold. Und das, was Gold ist, kommt das in den Waschtisch? Oder was mache ich da jetzt? Das wäre natürlich übel, wenn ich das jetzt überhaupt gar nicht benutzen könnte. Weil es kann sein, dass ich das für den Waschtisch brauche. Ah, oder was natürlich... Ah, jetzt... Ja, okay, jetzt verstehe ich. Okay. Alles in Ordnung. Jetzt verstehe ich es. Also, pass auf. Ich lasse jetzt einfach den Prozess durchlaufen. Ich fülle das auf. Die Matten sind auf 100%. Ich wasche die Matten hier drin und dann kippe ich das hier in dieses Teil rein. Und dann wird unten nochmal aufgeteilt. Und dann kommt hier unten einmal Dirt und Gold raus. Und Magnetit. So wird es wahrscheinlich sein. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal eine komplette Ladung durch. Das heißt, ich brauche den Generator noch gar nicht anmachen. Aber was wir auf jeden Fall schon mal machen... Nee, ich lasse den Generator erstmal noch aus. Und wir machen eine komplette Ladung. Hier mal eben kurz voll von dem... Du Glückspilz, du hast gerade einen Riesennugget gefunden. 19 Gramm. Boah, Leute. Bei dem ersten Spatenschicht. Ich habe gesagt, wir lassen es jetzt einmal mal durchlaufen. Außer, wenn das komplett eskaliert, ja? Wenn das komplett eskalieren sollte, dann stelle ich das mit den Goldnuggets sofort wieder aus. Und dann gibt es auch gar keine Diskussion. Dann bleibt das Ding auch aus. Aber wenn ich jetzt hier wirklich nur zwischendurch mal ein Goldnugget finde, ist das für mich komplett in Ordnung. 18 Gramm. Also jetzt gerade hält sich's noch in Grenzen. Du Glückspilz. Schon wieder 29 Gramm. Ich habe jetzt einmal die Hogpen voll gemacht und habe jetzt schon 47 Gramm Gold. Okay, wir lassen es dennoch einfach mal laufen. Ich mache mal einmal hier drum. Ich gebe mal einmal Gas. So, jetzt ist an. Wir hätten uns, glaube ich, noch sogar... Ich glaube, wir hätten uns sogar so eine Flutlichtlampe holen können, ne? Ich weiß es gar nicht. Ah, wir haben schon wieder ein Goldnugget gefunden. 13 Gramm, aber das geht noch. Das ist noch überschaubar. Obwohl man jetzt sagen muss, dass wir jetzt schon so viele Goldnuggets gefunden haben, wie wir gerade insgesamt, also beim ersten Mal gesammelt haben, die Hälfte davon. Verrückt. Aber gut. Ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass ich eine Taschenlampe habe. Damit sieht es natürlich ein bisschen schöner aus. Man erkennt wenigstens noch etwas. Und schon wieder Gold gefunden. 19 Gramm. Okay, Leute, es ist einfach zu viel. Wir haben 25% unserer Hogpen voll. Und wir haben schon 79 Gramm Goldnuggets gefunden. Riesengoldnuggets. Warum überdimensionieren die das denn so? Es wäre irgendwie cool, wenn man das einstellen könnte. Aber dass es halt wirklich so super zufällig wäre und super selten passiert, anstatt so häufig. Mir ist es ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Ah, schon wieder. 25 Gramm. Okay, Leute, ich stelle das wieder aus. Wir haben jetzt insgesamt 104 Gramm gefunden. Es ist einfach zu viel. Auch wenn ich gerne dieses Ding wieder anhätte, weil ich mag solche Random-Events total gerne, wo dann einfach mal random einfach sowas passiert. Deswegen, ich habe zum Beispiel ja auch eingestellt, dass man automatisch, dass zufällige Events getriggert werden, wie zum Beispiel, dass Maschinen kaputt gehen. Das heißt, der Dieselgenerator, den wir haben, der kann zum Beispiel kaputt gehen. Also der kann halt wirklich kaputt gehen, so, dass man ihn wahrscheinlich nicht mehr verwenden kann oder dass wir ihn reparieren müssen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe das so eingestellt, weil ich finde es einfach interessant oder cooler, wenn solche random Sachen halt auftreten. Und natürlich, wenn dann etwas Negatives passieren kann, wäre es natürlich cool, wenn auch was Positives passiert, wie mit diesen Nuggets. Aber in der Masse, so wie das gerade hier passiert, ist mir das dann doch zu viel. Dementsprechend lasse ich das lieber aus. Okay, also wir graben jetzt einfach einmal hier einmal komplett durch und für euch überspringen wir das Ganze. Das heißt, kurzer Cut.
So, und da haben wir so wieder die 100% und unser Generator ist jetzt schon auf 19% mit dem Diesel runter und die Matten sind alle wieder voll auf 100%. So, das heißt, wir können jetzt einmal alles auswaschen und jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das gerade vorgestellt habe oder ob wir jetzt gleich hier den größten Fehler überhaupt machen. Aber ich denke mal, das Spiel wird das schon verhindern, weil die haben ja auch schon beschrieben, dass es schöner ist, bei dem Spiel einfach zu machen, anstatt sich alles wirklich zu eins zu eins irgendwie anzugucken, weil die Erfahrung, Dinge selbst zu machen, einfach cooler ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann bei groben Fehlern, die man machen würde, irgendwie schon eine Protection reingebaut haben, wie zum Beispiel, yo, mach das nicht, das ist nicht gut, bla. So, wir können jetzt aber, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz eben schauen, bevor ich das jetzt hier reinkippe, Generator einmal anmachen. Wie mache ich den denn überhaupt an? So, wir könnten hier oben was reinkippen. Das machen wir aber nicht. Hier muss doch irgendwo diese Ziehschnur sein. Ah, hier. Also, mobilen Generator anschalten. Start. Das Ding läuft. Es hat aber kein Wasser. Es hat keinen Wasseranschluss. So, das können wir dann ganz schnell ändern, indem ich mal einfach den hier abstöpsel. Da. Dann müssen wir aber den wieder anmachen. So, jetzt läuft hier Wasser. Und jetzt nehmen wir den Eimer und kippen den da oben rein. Und es funktioniert. Oh Gott. 718 Gramm Magnetit in den Eimer hinzugefügt. Okay, und Gold ist auch da. So, jetzt muss ich aber mal ganz schnell... Oh, zum Glück kippt da nichts aus. Wir machen den Generator wieder aus. Okay, der hat jetzt 3% Sprit verbraucht. Wir haben 718 Gramm Magnetit dazu bekommen. Aber warum? Lol, wo ist denn das Magnetit jetzt? Hier ist nichts drin. Hä, der hat uns doch jetzt gerade gesagt, 718 Gramm Magnetit wurden hinzugefügt. Golden Black Magnetit Separator. Dirt Gold. Als ob das jetzt hier drin ist. Wo ist denn dann unser Gold? Warte mal, ich gehe jetzt mal ganz schnell gucken, ob wir jetzt hier... Doch, Gold müsste noch drin sein. Aber warum habe ich denn kein Magnetit oben rechts in der Anzeige? Normalerweise zeigt er mir ja oben rechts an, yo, du hast jetzt so und so viel Gramm Magnetit. Und es müssten 718 Gramm oder so sein. Zumindest stand das gerade da oben. Irgendwas mit 718 Gramm Magnetit wurden da im Konto gut geschrieben. So, hier ist auf jeden Fall Gold drin. Und es scheint auch die gleiche Menge an Schürfmaterial zu sein. Weil ich habe ja beim letzten Mal, als wir Gold geschürft haben und als wir dann das Gold, beziehungsweise das Gold gewaschen haben, habe ich aus einem Eimer, den ich befüllt habe mit 4 Schürfmatten, habe ich 4 Ladungen Material rausbekommen, was ich halt waschen konnte. Und jetzt habe ich halt die zweite Ladung und es ist immer noch was drin. Also ich gehe dann mal davon aus, dass wir auf jeden Fall noch 2 Ladungen drin haben. Aber das sehen wir jetzt gleich. So, Ladung Nummer 3. Und es ist immer noch was da. Also es ist auf jeden Fall die gleiche Menge. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mit dem Auswaschen des Magnetiten im Grunde einen Profit gemacht. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie viel Magnetit bekommen wir da jetzt raus? Was man jetzt aber sagen muss, egal was ist, dieses Magnetit-Auswaschding können wir auch später noch gebrauchen, weil am Ende waschen wir immer, egal wie groß unsere Produktion ist, Schürfmatten aus. Es gibt später so eine Schürfmatten-Waschmaschine, wo man die halt reinstellt, aber auch da kommt am Ende trotzdem noch diese Dirtmasse raus, beziehungsweise kann ich ja vorher noch diese Dirtmasse einmal durch den dieses Trenngerät halt schütten und dann können wir das auch nochmal trennen. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich. Die Frage ist halt nur, ob es das noch eine Stufe, also ob es das in noch einer Stufe größer gibt. Das müsste ich mir dann später nochmal anschauen, aber ich denke mal, wir können bestimmt mit solchen Aufgaben dann später auch unsere Mitarbeiter beauftragen, die dann nochmal das ein oder andere für uns machen. So, abstellen, zack, und die letzte Ladung. Wir sind übrigens jetzt bei 144 Gramm und der Eimer ist leer. Ja, schön. Einmal hier rein. Ich glaube zwar nicht, dass da noch mehr kommt, aber... So, das sieht gut aus. Okay, also, wir haben jetzt 155 Gramm Gold. Wir können mal ganz kurz eben bei der Bank gucken, wie der Goldpreis gerade ist. Oh, der ist gefallen. Soweit es... Nee, gar nicht. Der ist sogar gleich geblieben. 43,20 kriegen wir gerade für eine Unze. Und ja, ich würde sagen, wir behalten unser Gold jetzt an dieser Stelle erstmal. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal einen Eimer durchgewaschen. Was ich aber, wie gesagt, immer noch nicht verstehe, ist, warum wir... einfach an dieser Stelle keinen Magnetit haben. Das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie für mich ein Rätsel. Hier hinten ist ja auch nichts drin. Keine Ahnung. Irgendwie verstehen tue ich das nicht so ganz. Okay, und wir haben schon, Alter, wir haben schon richtig einiges schon hier weggegraben, ne? Muss man jetzt einfach mal so sagen. Kann ich das jetzt hier umplatzieren? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, ich muss jetzt wirklich immer mit der Schaufel von A nach B rennen wahrscheinlich, ne? Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir haben ja einmal diesen Prozess durchlaufen. Ihr könnt mir gerne alle eure Tipps in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, wir speichern jetzt an dieser Stelle und dann schaue ich mir nochmal an, ob es eventuell noch die eine oder andere Hilfestellung gibt, die man sich dazu holen kann, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Oder vielleicht werden es ja doch wieder die Goldnuggets sein. Wir werden es sehen. In der nächsten Folge. Für euch ganz klar, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, liken, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Freunde. Haut rein. Ciao.